Hässerli bekommen sie eine neue Part-Folge von Submit Server. Ja, das Spiel ist, das Spiel macht schon ein geiles Spiel. Und ja, da fehlen noch ein paar, also ich möchte Highschool verbessern. Okay. Und ja. Erstmal dich mal hier rein. Hey, oh, da bl oh, bloß los, jetzt muss ich gerade eine nächste Karte bekommen. Also das ist mein Hals-Tour-Retort. Ich habe den hier freigeschalten. Also off-time, also privat. Alter, guck mal, was die Trasse. Alter, was ist das denn Trasse? Alter. Das sind. Alter, wie viele Retore. Wie viele Retorte? Die aufgestellt haben. Ich hole mal erstmal Missy Boards. Da kann man auch nochmal eine öffnen. Machen wir nachher gleich. Und hier werden wir das mal sehen auf dem Talent, aber was habe ich angelegt? Dafür muss ich Werbung erkunden. Das mache ich dann auf Tem. Den Blitz. Da fehlt auch noch ein paar für den Blitz. Ah, nicht durch den Play Store. Boah, ich war fast schon durch den Play Store drin, da wollte ich nicht rennen. So. Also. Ich habe einmal den hier, also ich habe einmal den normal, den habe ich sie. Und deshalb werde ich dann noch freischalten. Jetzt habe ich den habe ich von kurzem freigeschalten. Das dauert auch noch eine mit freischalten. Und dann gibt es dann noch den hier. Der muss ich noch freischalten. Also den hier, bei dem hier fehlen noch paar Radio. Dann ist der freigeschaltet. Das muss ich einfach nur so freischalten. Und hier fehlt dann noch so viel zum Freischalten. Und hier fehlt. Bei dem fehlt die Sprühflasche. Und dann habe ich noch den goldenen Radio-Roboter freigekauft. Da brauchen wir halt so den Play Store dafür den frei zu kaufen. Ja, das ist so verschiedene. Ich spiele heute mal mit dem goldenen Roboter. Und dann werde ich mal die anderen Charaktere nochmal Müll zeigen. So, wir müssen jetzt mal deinen Retort aufstellen. So. Also, ich muss mal die Lautstärke mal ein bisschen lauter machen. Das kriege ich eine Meldung vom Kickhaus. Ist mir gerade egal. Ich habe gerade einen Unfall und Bobby mein. Nur weil ich nicht Lautstärke lauter machen wollte. Ihr fragt manchmal, also, falls manche fragen, wieso ich nicht mit Facecam aufnehme. Manchmal nehme ich halt mit Facecam auf, aber manchmal nehme ich auch ohne Facecam auf. Und trotzdem, wenn ich jetzt zum Beispiel in meinem Schreibtisch sitzen werde, und das Spiel hier spielen würde, dann nehme ich natürlich mit Facecam auf. Aber nicht abends. Beispiel, ich gucke abends was auf YouTube an, entweder auf dem Handy oder auf dem Tablet, oder ich schaue im Tablet einen Film an, dann lege ich ganz gemütlich im Bett und ja, und da nehme ich halt natürlich ohne Facecam auf. Wenn ich auf meinem Schreibtischstuhl sitzen würde, dann nehme ich natürlich mit Facecam auf. Aber ich habe einmal aufgenommen, wie ich im Bett gelegen bin. Und ja, es hat nicht so schön ausgesehen. Deswegen mache ich sowas da nicht mehr. Deswegen, wenn ich Video redatiere, wenn ich Video drauf redatiere,
von anderen Sachen. Beispiel, ich schaue ein Video an vom Hey Arnold und dann sitze ich auf dem Schreibtisch und stelle mein Handy hin und schaue da gemütlich das Video an. Und so mache ich das auch bei den Handyspielen. Ich nehme mein Handy, mache Koffer rein, starte die Aufnahme, fertig und so ist es. Ich muss sehr viele Spiele noch vorproduzieren. Und ich hab ein bisschen nach mit Handy-Games vorproduzieren. Manche YouTuber, also der Paluten, der hat auch mal ein Handyspiel gespielt, nur weil sein Internet nicht da war. Also der hat Internetprobleme gehabt, der Paluten. Und deswegen hat er Handy-Games gespielt. Und ich spiele einfach so Handy Dance. Also beim seinem Computer war Internetprobleme. Aber auf dem Handy hat er noch Internet gehabt. Deswegen ein Video angeschaut von ein paar Luten. Da hat er gesagt, ich habe jetzt gerade nur Internet auf dem Handy, aber auf dem Computer habe ich kein Internet mehr gerade. Also hat er schon das Problem mit gehabt. Technische Probleme sind auch blöd. Also mein Problem ist immer, wenn ich spiele auf die PlayStation, wenn ich jetzt ganz normale Let's Play aufnehme, ein normales Spiel, ein Spiel spiele, nehmen wir mal als Beispiel FIFA, wenn ich jetzt ein Video vorproduziere, also ich spiele eine Runde FIFA und nebenher, wo die Aufnahme läuft, passiert was. Und zwar PlayStation Update. Also, das hat. Oh nein, die Werbung. Oh. So, was habe ich auch so noch Werbung reingeklickt. Eigentlich wollte ich das nicht machen, dass ich ja Werbung dann konnte. Ja, naja. Weil so Problem ist es meiste meine Probleme. Wenn ich jetzt an ein Spiel spielen würde und es danach noch livestreame, oh je, oh je. Meistens die Fälle gibt es ein Update. Bei PlayStation 4, nicht da livestreame manchmal. Ich habe mal einen Livestream gehabt bei die PlayStation 4. Und bei diesem, ich habe irgendein Spiel gespielt. Und dieses irgendein Spiel, was ich gespielt habe auf die PlayStation 4, ich spiele ganz normal. Ganz normal spiele ich. Und plötzlich, mitten in meinem Livestream, wo ich dann ein Spiel gespielt habe, muss ein Update kommen. Und bei normaler Aufnahme kommt manchmal auch ein Update, wenn ich auf die PlayStation spiele. Entweder manchmal Livestream oder bei normalen Video vorproduzieren aufnehmen. Oh Mann. Solche Probleme, da denke ich mir nur, wieso, warum muss es genau in dem Moment, warum muss genau in dem Moment ein Update kommen, wenn ich gerade live streame oder ich gerade eine normale Aufnahme starte? Naja, ich werde jetzt mal erstmal ein paar Mystery Bots öffnen. Oh, das stimmt, die kann ich auch einlösen, die hier. Und verwenden. Diese HV-Board, nenne ich das. Alter. Alter, wie viel Geld, also wie oft kann ich das jetzt hier machen eigentlich?
Ich will es jetzt so lange machen. Aber ich glaube, es reicht. Also hoffen wir mal, dass wir endlich mal Rekord herstellen. Also, das Ziel ist halt, so einen richtigen krassen Rekord hochzustellen. Ich möchte mal in die Top 10 landen bei den Spiel hier. Und dann auch in die Top 10 zu landen, muss ich halt einen Rekord hier aufstellen. Du musst richtig gut, richtig weit kommen. Aber das kann sein, dass es, weißt du, ich glaube, dass das Spiel unendlich lang ist. Aber ich glaube, es gibt auch irgendwann eine Stelle, dass ich ins Ziel angekommen bin. Also ich will mal gucken, also ich möchte mal noch einen krassen Rekord. Ich nehme jetzt mal den Hoverboard. Also jetzt mit dem hier. Ich habe 104. Ich habe falsche Zahl gesagt. Und mit diesen 104. Könnte ich den Rekord aufstellen. Plus ein voller Bekannte-Bot. Jetzt habe ich noch 103. Aber es wäre was mit dem Rekord haben. Jetzt. Nicht so viel ja. Komm. Ja, siehst du das? Ach komm, das R, wenn wir holen. So, ein Buchstaben dabei war. So, wir haben jetzt eine Mystery Box frei bekommen. Weil wir alle Buchstaben eingesammelt haben von Buchstaben. Wir rollen einmal, drücken. Ne, wir rollen erstmal. Dann springen wir. Und dann in dem Moment hier springen, finden wir den. Und jetzt haben wir noch. Oh, eine Mystery Box. Nehme ich mal deine mit. Oh ja, die Coins Münzen. So viele Coins Münzen. Wow, die Bahn kommt, die Bahn kommt. Die Deutsche Bahn kommt. Kann man sagen. Es ist schnell in diesen Chepet. Nein, nein. Egal, ich will jetzt an dieser Stelle die Aufnahme auch beenden, Leute. Also, vielleicht kriege ich das dann nächsten Part hin. Ich öffne jetzt noch die Sachen hier. Okay. Haut rein und schau.